Boah, Leute, was eine letzte Folge. Ich muss sagen, das hat mich schon ein bisschen berührt. Das war emotional. Du hast ja ein bisschen absehbar. Ich glaube, es war noch immer irgendwo für unseren Charakter ein gutes Ende. Aber es sind. Mein Stream heute heißt, wer wird heute sterben? Ich dachte, ich werde nur eine Person nennen. Und ich glaube, nach diesem Timeskip, 5 Leute werden mindestens tot sein. Ne? Unser Charakter, Guy, der Bäcker, Lennart und wahrscheinlich Edok. Ich denke nicht, dass er mit dem Alter das mitgemacht hat. Vielleicht werden noch ein paar Charaktere gestorben sein, vielleicht werden noch ein paar Charaktere weggezogen sein. Vielleicht haben wir den einen Verdächtigen mehr oder weniger. Bin gespannt. Ich bin gespannt, wie Kaspar aussehen wird, wie Kaspar sein wird nach den Erfahrungen, die er gemacht hat. Ob wir nochmal einen Background wählen können für Kaspar, was er in der letzten Zeit gemacht hat. Ich habe mir nicht ganz gemerkt, wie viele Jahre vergangen sind. Es müssen einige Jahre vergangen sein. Die beiden waren ja zwar noch ein Baby. Er scheint jetzt ja mindestens im fortgeschrittenen jugendlichen Alter zu sein. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Der dritte Akt. Ob das der finale Akt sein wird, könnte ich mir schon gut vorstellen. Oh, und das Rathaus wird fertiggestellt. Da wurde ja sich öfters gefragt, ja, wann wird das Ding fertig? Was? Warum? Ist er nicht im Rathaus? Doch, ihr solltet seine Skizzen für das Wandbild holen und ihm bringen. Na gut. Genug der Beleidigung für den Moment. Ich war auch fast fertig. Gott segne euch beide. Halt euch, Magdalene. Der Rat wartet. Ich bin nicht sicher, warum ich das machen muss, aber ich sollte wohl besser gehen. Ich glaube, Papa hat die Rathauspläne auf seiner Werkbank zu Hause gelassen, neben der Druckerpresse. Wir spielen Madeleine? Nee, Magdalene? Madeleine, Magdalene? Ich dachte, wir werden Kaspar spielen. Puh, interessant, dass wir sie spielen. Lass mich ganz kurz überlegen. Was wissen wir über den Charakter? Sie ist der Sohn von dem Drucker, den Klaus. Klaus war ein vernünftiger und guter Mann. Er brachte Wissen und Kultur in die einfachen Leute. Wir haben ihr das Buch gegeben aus der Bücherei, weil wir wollten, dass sie was daraus lernt. Weil wir wollten, und es war ein etwas schwierigerer Text, auf Latein über Tiere. Ich glaube, also damit haben wir eine gute Wahl getroffen, denke ich. Bin mal gespannt, ob sie ein bisschen was aus Lateinisch kann oder Tiere kann. Interessant. Interessant. Dann werden wir wohl Kaspar als NPC treffen oder vielleicht nochmal den Charakter wechseln. Boah, damit habe ich nicht gerechnet. Ey, und das muss ich aber dem Spiel echt lassen. Das ist immer wieder gut für eine Überraschung. Ey, das macht das Spiel echt gut. Echt verdammt gut. Mal gucken, ob sie all unser Wissen noch hat. Ob sie auch so gut über Kräuter Bescheid weiß. Der Schrein der heiligen Satyr. Vor allem Martha hinterlässt gerne Opfergaben für sie. Oh Gott, Leute, wisst ihr was? Ich muss jetzt das ganze restliche Let's Play dauerhaft eine Frauenstimme machen. Puh. Okay. Ja, cool. Darauf war ich nicht ganz vorbereitet. Einmal durchstrecken. Okay. Agnes sammelt hier jedes Jahr Kamille, um ihre Heilmittel für das kommende Jahr vorzubereiten. Ich muss auf jeden Fall irgendwie eine Stimme wählen, die ich auf jeden Fall lange durchhalten kann. Wir gehen natürlich erstmal zur Salzmine. Sogar die Eichhörnchen sind größer geworden. Gefühlt jedenfalls. Der Wasserfall ist immer wunderschön. Was sollen wir ihr für eine Stimme geben? Was meint ihr, was hat sie für eine Stimme? Also, ich. Hm.
Oh, sie kann mit dem Grab nichts anfangen. Es war zu früh für sie. Die alte Salzmine. Angebaut wird in Tassing schon lange nichts mehr. Oder abgebaut, eher gesagt. Ja, und ich war mal in der Salzmine in Rumänien. Sehr schön. Die Vergangenheit, manchmal etwas makaber, aber ja, so mehr oder weniger so ein touristischer Ort. Ziemlich cool. Und die Luft soll sehr gesund sein. Ich kann nicht glauben, wie schnell die Blätter sich in diesem Jahr verändert haben. Es ist schön, zu dieser Jahreszeit etwas Grünes zu sehen. Andorn ist eine der wenigen Pflanzen, die hier ganzjährig wachsen. Und Adam lebt noch immer, krass. Oh, und der ist wieder da. Vaslav. Sie kennt sich echt gut mit Kräutern aus. Es ist schön, zu dieser Jahreszeit etwas Grünes zu sehen. Okay, gut. Adam. Hallo, Magdalene. Hallo, Magdalene. Ich glaube, ne, wir wissen es alle, was wir an dieser Stelle machen. Natürlich nicht direkt zum Rathaus gehen, sondern uns fleißig auf der Welt umgucken. Die Statue vom heiligen Moritz sieht noch immer so aus wie immer. Das Gasthaus hat scheinbar nicht geschlossen mit der Zeit. Ich liebe es jedes Jahr, die Veilchen blühen zu sehen, die passen zum Violetten der Berge. Da können wir in die Berge gucken, schön. Der Schnee kriecht die Berge herunter. Bald wird der Winter da sein. Ja, und wenn ich hier rausgucke aus dem Fenster, hoffe ich, dass er wirklich bald da sein wird. Ich kann den Anis im Wind riechen. Das erinnert mich an meine Kindheit. Ja, Anis hat auf jeden Fall schon einen ziemlich eigenen Geruch. Ui, das ist ja schon lange kein Pferd mehr da gewesen. Und das Gästehaus ist noch immer zu. Krass, ne, dass hier einfach das Haus, sogar das alte Gästehaus fällt auseinander. Dass sie das halt, weißt du, die lassen quasi die eine Frau obdachlos sein. Und das eine Haus steht einfach leer, ne? Das könnte auch heute sein. Die Reben sind am Haus des alten Abtes bis über den Eingang gewachsen. Oh. Und wir sehen auch, ne, die Fenster hier eingeschlagen. Ich glaube, die Abtei hat geschlossen. Aber gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen. Also, sehr interessant. Wenn die Abtei geschlossen hätte, dann müsste überhaupt, ob der Schrein doch offen hat. Weil die Besucher sind auf jeden Fall noch da. Die Abtei hat geschlossen. Wahrscheinlich nach dem Brand und ohne die Bücher hat es sich nicht mehr gelohnt, die aufrechtzuerhalten. Aber der Schrein ist noch da und die Nonnen sind vielleicht noch da. Sogar die Hand ist wieder zurückgekehrt. Heilig Moritz. Frag mich, wer die hatte. Wussten wir das? Hatte Dingsi, Otto? Die Hand des heiligen Moritz. Nach dem Weggang der Benediktiner kümmern sich jetzt die Klarissen nur darum. Warte, ich wollte einmal ganz kurz über die Klarissen nachlesen. Wir lesen auch nochmal über die Benediktiner. Ich war tatsächlich mal, ich glaube, in einem Benediktinerkloster in Polen. Ich meine jedenfalls, dass es die waren. Übrigens, tschüss an die Leute, die aus dem Chat gehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Klarissen, Orden kontemplativer Nonnen, gegründet von der heiligen Clara und Franz von Assisi. Die Klarissen leben in extremer Armut und zwar ausschließlich von Almosen. Oh, das war auch, glaube ich, ne? Dieser Franz, also dieses, der kommt mir bekannt vor. War das nicht genau der halt dieses, mit diesem von Almosen geprägten Leben geprägt hat? Kommt wahrscheinlich daher, ne? Ich erinnere mich nicht mehr so ganz da. Ich ganz dunkel manchmal davon gehört zu haben. Und wir lesen nochmal den anderen Abschnitt der Vollständigkeit halber. Die Benediktiner wurden im 6. Jahrhundert gegründet und sind ein christlicher Mönchsorden, der Gelübde des Gehorsams, der Armut, der Keuschheit und der Stabilität gemäß der Regel des heiligen Benedikt von Nursia einhält. Nur sie, nee, ich weiß nicht. Wundert mich so ein bisschen, ne? Ich habe gerade gedacht, ne? Nur sie, Nubien, aber das wird wahrscheinlich woanders sein.
Ah, vielleicht geht's auch hier weiter, ne? Die Tür war, haben wir noch nie so wirklich aufgefallen. Das sind wahrscheinlich Schwester Franziska. Wait, wer war noch mal Franziska? Ich erinnere mich. Gucken wir mal. Ja, vielleicht ist es auch eine neue, ne? Weil vielleicht. Aber ich weiß es nicht. Gott segne euch, Magdalena. Ja, gespannt, ob meine Lieblingsnonne noch da ist. Oh. Oh. Ah, hat. Wait, was? Ah, okay, das ist wahrscheinlich der Sohn von Mäusefänger. Das sieht irgendwie knuddelig aus. Wow, Leute, immerhin fängt die Folge schon gut an. Wir können weiterhin Tiere streicheln. Wait, aber das ist der Sohn von Mäusefänger? Und wer ist das? Verstehe ich nicht so ganz. Aber vielleicht, ne, man kennt es ja. Aber ich kann Baby, also Sohn von Mäusefänger nicht streicheln. Ne? Also man kennt es ja, ne? Wenn eine Katze stirbt, ne? Dann die nächste Katze ist genauso. Dann ist quasi sie nie gestorben, ne? Interesting. Aber, na gut, es ist ja noch ein bisschen was los. Weil irgendwie ist Gertrude ein bisschen alleine, ne? Gott segne euch. Gucken, ob wir da wohl rein können. Yay, meine Lieblingsnonne ist noch da. Nice. Meine Lieblingsnonne ist noch unterwegs. Geil. Cool. Die mag ich gerne. Hallo Margarete. Ich bin's. Magdalene. Oh, Magdalene. Gott segne euch. Ihr kommt normalerweise nicht allein zum Konvent. Was führt euch hierher? Ihr seid natürlich willkommen. Es ist immer schön, Besuch zu haben. Ich hatte etwas freie Zeit und ich dachte, ich sag mal Hallo. Oh, hallo. Tut gut, eure Stimme zu hören. Ich genieße es, wenn Außenstehende den Konvent besuchen. Vermisst ihr die Außenwelt sehr, Schwester? Ja, manchmal. Vor allem die anderen Benediktinerinnen. Sie würden es nie zugeben, aber Schwester Lisbeth hatte eine wunderbare Stimme. Ich habe mich nach einer Möglichkeit immer neben sie gestellt. Wozu dann bleiben? Warum seid ihr nicht gegangen, als die Benediktiner Chiasau verlassen haben? Um ehrlich zu sein, hatte ich zu viel Angst, um zu gehen. Hier ist schließlich meine Heimat. Ich mochte die Vorstellung nicht, mich an einem neuen Ort zu gewöhnen. Es war schwer genug, die Regeln des Konvents zu erlernen. Ich war ohnehin nur selten außerhalb der Klostermauern. Ich weiß, wo hier alles ist. Auch wenn sich das im Laufe der Jahre geändert hat. Schwester Gertrude hat bereits geplant, auch zu bleiben. Der Garten braucht immer Pflege und zwei Hände mehr erleichtern die Arbeit. Außerdem kann ich Mausfänger doch nicht zurücklassen. Und es ist wirklich ein wunderbares Zuhause. Natürlich, sie ist die wahre Königin von Kirsau. Wer hat das gesagt? Hat das nicht eine von denen gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, das hat jemand gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie zugig und einsam der Konvent sein muss, nachdem alle anderen gegangen waren. Ich glaube, das Leben als Nonne ist eh mit vielen Einbußen bestückt. Ich glaube, wir könnten zwar den Witz machen, aber wir gehen Sweet Home. Hat sich der Konvent seit der Ankunft der Klarissen sehr verändert? Ja, das Essen ist einfacher und einige Gebete sind anders. Aber die Haus- und Gartenarbeiten sind geblieben. Gertrude vermisst die Herstellung der Tinte für das Skriptorium, aber ich habe es genossen, die neuen Bücher der Schwestern kennenzulernen. Apropos, ich sollte zu meinen Aufgaben zurückkehren. Entschuldigung. Alles bestens, Magdalene. Gott segne euch. Wow. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sehr viel weniger Leute in der Stadt sein werden. So, wo sollen wir denn hin ins Rathaus? Um nicht ins Rathaus zu gehen, können wir über den Wald unten rumlaufen. Das sollte der maximal längste Weg sein.
Nee, auf die. Oh, warte. Bevor wir. Gehen wir noch ganz kurz ins Gasthaus. Oh, Kilian ist groß geworden. Sagt Hallo. Anna ist noch immer. Oh, ich bin mal gespannt, ob ihr Mann noch da ist. Oder ob er sich verzogen hat. Nico ist noch da. Guten Morgen, Magdalene. Hier scheint es sonst nichts zu geben. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie das gleich noch an Fahrt bekommen wird. Ich meine, es, ne, wie man das Spiel kennt, muss eigentlich jetzt bald ein weiterer Mord stattfinden. Ne? Boah, ich bin gespannt. Wenn Thomas weg ist, ne? Wenn Thomas weg ist, dann. Aber der kann nicht weg sein. Aber er ist nicht da. Boah, dann wären alle unsere Thesen falsch. Das wäre krass. Maria, Mutter Jesu. Dieses Bildnis ist schon hier, seit ich mich erinnern kann. So, die Mühle scheint entweder wieder aufgebohrt worden zu sein. Oh, wait, Andreas? Oh, guck mal. Süße. Und wir können nicht mal zurück hierhin. Süße. Hey, cool. Neuer Hund. Hallo, Süße. Hi. Cool. Auch ein süßer Hund. Schön. Und wie schön die Kirche angemalt ist. So herbstlich. Sie scheint neu aufgebaut zu sein. Wir sehen, dass der Holzrahmen anders ist. Ziemlich alles ist anders. Hallo? Guten Tag, Meister Müller. Ihr könnt mich Magdalene nennen, Andreas. Magdalene? Magda geht auch. Magda. Na also, was machst du heute? Ich zeichne. Etwas Interessantes? Nein. Geheimnisse? Oh, verstehe. Dann lasse ich euch mal allein. Oh. Magdalene? Hat, sind sie zurückgekehrt? Oh, wie schön. Wie schön. Das ist Anna. Der haben wir unsere Mütze gegeben. Erinnert ihr euch noch daran? Und das hat jetzt ihre Tochter scheinbar bekommen, Ulrike. Sie sperrt jetzt unsere Mütze auf. Boah, wie schön das ist. Und die Zeichnung. Und Else ist ziemlich alt geworden. Dann ist wahrscheinlich ihr Sohn mit ihr zusammengekommen. Auch schön. Boah, ist das Spiel schön. Hallo Magdalene. Magdalene? Hallo Ulrike. Hallo. Was machst du da? Tu ich schon? Sehr gut, sei weiter fleißig bei der Arbeit. Arbeit. Genau wie Mama. Ich werde jetzt arbeiten. Gott segne euch. Boah, ist das schön. Und das sage ich, das habe ich auch nach, seit dem, an dem, bei dem anderen Terms gemacht, ne? Auf jeden Fall, ich will unbedingt, da geht es zum Rathaus, da gehen wir gleich hin. Ich will unbedingt in einer meiner D&D-Kampagnen Timeskip machen. Ich finde Timeskips so cool. Oh, wir können hier schlafen gehen. Guck mal, unser Bild ist noch immer da. Das sind wir. Mit unserer Mama. Sie ist leider gestorben. Und unser Papa scheint jetzt irgendwas Wichtiges im Rathaus zu machen. Können nach oben gehen. An der Presse hat sich nicht viel getan. Ah, da schläft bestimmt der Papa. Auch schön mit so einer Bank. So, wir gehen natürlich erstmal ein bisschen außen rum. Gucken, was so geht.
Oh, und Brigitte ist auch schon ziemlich alt geworden. Martin auch. Die Schweine sehen doch immer aus, als wären es die gleichen. Dings ist hier wahrscheinlich gestorben, die hier gewohnt hat. Das leere Haus ist verschlossen. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass da irgendwie irgendwelche Reliquien gesammelt werden. Jutta. Jutta kenne ich gar nicht, glaube ich. Hedi? Vielleicht... Wait, kennen wir Simon? Hans kennen wir. Hans ist groß geworden. Ich dachte, er wollte in die Stadt raus, oder? Ah, die alle sagen irgendwie hey. Hallo Magdalene. Hallo Hans. Braucht ihr etwas von mir? Kraft hat euch nicht schon wieder belästigt, oder? Oder hat er andere Schwierigkeiten, Wester? Kennen wir den? Kommt mir irgendwie unbekannt vor. Nein, alles in Ordnung. Größtenteils. Gut. Dieser Junge ist mir ein Dorn im Auge. Er ist faul, arrogant, kümmert sich nicht um seine Familie. Er wird eines Tages Schande über den Namen Bauer bringen. Ah, er ist der Sohn von Martin. Ha. Ah. Das wird ja noch interessant. Ich vermeide es, meine Nase in die Angelegenheiten anderer zu stecken, aber Martin. Aber ich wollte mich nicht beschweren. Bis später. Bis dann. Der kranke Peter lebt noch immer? Was? Der kranke Peter wird uns noch alle überleben. Was? Der ist schon seit irgendwie 15 Jahren krank. Vielleicht ist er anders krank, als ich dachte. Hallo, Magdalena. Hallo, Magdalene. Oh Gott. Die einen sagen Magdalena und die anderen sagen Magdalena. Okay. Hier können wir auch hin. Was kann ich? Hat sich viel getan? Ein bisschen, ne? Seitdem unser Charakter dort geschlafen hat. Boah, ich liebe ja sowas so. Sich Sachen angucken nach Timeskips. Der Schmied lebt auch. Nein! Hat der Schmied eine Frau gefunden? Und die beiden sind keine Mönche mehr? Wow! So viel Liebe auf einem Screen. Guten Morgen, Magdalene. Hey, Magda. Wer ist das? Resi? Guten Morgen, Fräulein Druckerin. Lustigerweise, ich bin tatsächlich auf einem Pferd mal geritten. Ich glaube, das war in der 4. Klasse. Und das Pferd hieß Resi, daran erinnere ich mich noch. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht ein Pony war. In meiner Erinnerung war es gigantisch. Aber daran erinnere ich mich noch. Es war sehr beängstigend. Aber, und ich glaube, es wäre heute auch noch immer beängstigend, aber ich hatte schon Interesse daran, das nochmal zu versuchen. Die scheinen uns nicht viel zu sagen zu haben. Oh, und Fabian ist mit Ursula zusammen. Fabian war mir nicht so sympathisch. Artemis, nach der Göttin der Jagd. Tiere scheinen jetzt neu zu leben. Die Kreuze. Die machen wahrscheinlich Kreuze. Das heißt, der Steinmetz hat wohl keinen Nachwuchs oder keinen Nachfolger bekommen. Okay. Hatten wir nicht einen Till, einen alten Till und jetzt haben wir einen schwarzen Till? Gut, gut. Eva? Und Christina. Ach nee, das war Ottos Haus. Wait. Das war Ottos Haus? War das Ottos Haus? Eva? Hat sie jetzt einen neuen Mann? Den schwarzen Till? Das ist Christina. Das ist ihr nächstes Kind? Ihr zweites Kind? Vielleicht mit dem schwarzen Till?
Okay, interesting. Okay. Hallo Magda. Hallo Christina. Was machst du heute? Ich helfe Mama. Ötzi hat recht. Du bist wirklich hübsch. Vielen Dank, Christina. Und du bist auch hübsch. Danke. Sag's nicht weiter. Es ist ein Geheimnis. Warum ist das Grün unterlegt? Ich nehme einfach die Antwortoption, weil die Grün unterlegt ist. Du bist lustig, Magda. Mhm. Scheinbar ist Ötz in uns verliebt. Interesting. So. Sind wir jetzt schon einmal durch? Ja, ne? Ich glaube, wir können noch einmal außen rumlaufen. Ich bin mal gespannt, ob der alte Till noch am Leben ist. Der war ja auch, oh. Da sehen wir die drei Jungs. Der sieht sogar tatsächlich Martin relativ ähnlich, ne? Finde ich. Der sieht ein bisschen aus wie der Sohn von York. Hey! Nochmal, Max? Im Ernst? Ich hatte euch gerade gesagt, ihr sollt mich nicht so nennen. Was macht ihr alle hier draußen? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Was geht euch das an? Nichts. Meine Arbeit ist getan, Max. Was interessiert dich das? Du hast doch ohnehin nichts Wichtiges zu tun. Oh, wir dürfen uns einen Beruf aussuchen. Oh Gott. Oh, interessante Berufe, die wir auswählen können. Wähle eine Herkunft, welche die zukünftigen Entscheidungen des Charakters beeinflusst. Drücke und halte, um deine Wahl zu bestätigen. Ja, Leute, welchen Background nehmen wir? Kesselflicker, Gesinde oder Buchhaltung? Boah, Leute, was ist unser Traumjob davon? Ich glaube, ich muss gestehen, boah, Leute, ich wollte schon immer ein Kesselflicker sein, oder? Oh Gott. Keine Ahnung, gucken wir mal, was die Beschreibungen uns bringen. Magdalene bedient und pflegt die Presse und die Typen. Ich glaube, das habe ich falsch betont. Zudem arbeitet sie hin und wieder mit Balthas zusammen. Oh, Balthas mag ich gerne, das ist der Erfinder. Finde ich gut. Magdalene bewältigt alles, was im Haushalt oder mit Tieren zu tun hat. Okay, ich dachte, sie wäre dann eher so eine Schneiderin, hätte ich jetzt von dem Bild her gedacht. Magdalene kann mit Zahlen umgehen und beherrscht die allgemeine Buchhaltung mit Daten und Informationen. Nee, wir gehen Kesselflicker, ne, Leute? Was sagt ihr? Ich bin echt für den Kesselflicker. Vielleicht kriegen wir eine coole Erfindung. Vielleicht, ja, ich würde gerne wissen, was so Balthas so, ne, bei dem also abging. Vielleicht haben wir ein besseres Verhältnis dann zu dem. Ich halte die Presse für meinen Vater im Betrieb. Und ich finde es auch schön, wenn wir mit unserem Vater gemeinsam das arbeiten. Das scheint etwas wichtiger zu sein, als mitten am Tag auf der Almende herumzustehen. Balthas, Erfindungen sind dumm. Ein Mädchen sollte damit nichts zu tun haben, wenn es nach mir ginge. Aber niemand hat dich gefragt. Beruhig dich, Max. Sonst habt ihr rasch einen Ruf weg. So spät, um sich darüber Sorgen zu machen. Sie hat bereits einen Ruf. Okay. Okay, wir können hier unseren Charakter nochmal ordentlich gestalten. Wir können ein Wortgefecht benutzen. Magdalene ist geschickt damit, andere im Gespräch anzugehen und zu kontern und anderwertig abzuwehren. Finde ich gut. Schäkern? Ich kenne das Wort nicht mal. Magdalene schäkert und neckt gerne spielerisch andere. Schäkern. Schäkern. Klingt interessant. Ich frage mich, ob das bayerisch ist. Also ich habe es noch nie gehört, glaube ich. Falschen. Magdalene ist eine starke Verhandlungsführerin, einerlei, ob es um Finanzen oder Handelsfragen geht. Herumspionieren. Magdalene hat eine Vorliebe dafür, herumzuschleichen,
Gespräche zu belauschen und Klatsch weiterzutragen. Welche Fähigkeit geben wir hier? Ich finde eigentlich, herumspionieren, also es hätte mich an vielen Situationen beim letzten Play, also oder in dem ersten, zweiten Kapitel weitergebracht. Da habe ich es mir auch gewünscht, ne, so an ein, zwei Stellen besser im Schleichen zu sein. Ich finde nur so ein bisschen dieses Klatsch weiterzutragen, das hindert mich so ein bisschen davon, das zu nehmen. Wortgefecht finde ich auch cool. Ich finde, gerade als Frau sollte man das gut können. Das ist irgendwie so ein bisschen meine beiden Favoriten. Ich bin eh allgemein nicht so der Falscher. Und Shekan, ich weiß nicht. Ist nur so ein bisschen die Frage. Ich muss sagen, unsere Wortgeweintheit und im letzten Akt hat sie mich ziemlich enttäuscht. Ehrlich gesagt. Irgendwie war unsere Wortgewandtheit nicht so nützlich, wie ich erhofft hatte. Ich fand, im ersten Akt war sie ziemlich oft nützlich, auch wenn sie sich oft überschnitten hat. Im zweiten Akt fand ich sie nicht so stark. Also, Leute, also ich erinnere mich jedenfalls daran, dass ich so oft gesagt habe, dass ich an der Stelle schleichen wollte und so. Wir nehmen das mal mit. Ich hoffe, wir können uns manchmal die Option sparen, zu tratschen. Jemand muss die Fieslinge der Stadt im Auge behalten, Kraft. Zwinker, zwinker. Wer wüsste sonst, dass ihr euch hinter dem Hühnerstall des Gärtners versteckt und Artemis beim Waschen beobachtet? Nein, war ich nicht, nein, das war ich nicht. Hä? Ist das wahr? Nein! Oh mein Gott! Gut, wir haben es verstanden. Hör jetzt auf. Ist er dabei, was euer Vater wollte? Ja, richtig. Nein, noch nicht. Hoffentlich kann ich sie einfach abgeben, um meine tägliche Lektüre aufzunehmen. Lesen? Welches Buch ist euch so wichtig, dass ihr euch ihm erneut widmen müsst? Ja, Leute, ne? Unser Lieblingsbuch, der gute alte Polyglott. Die Volksbücher haben wir und die Reformation. Welches ist unser Lieblingsbuch? Der gute Polyglott. Magdalene beherrscht keine Fremdsprache außer Italienisch, hat aber rudimentäre Kenntnisse in fast allen. Woher kommt Polyglott, ne? Poly? Mehr? Glott? Woher kommt Glott? Glott. Darf ich gerne mal googeln? Ich hoffe, das klappt hier. Oh, ich habe ein bisschen Angst, dass ich das gleich... Ah, nee, ich glaube, ich muss es aber... finde übrigens, da muss ich sagen, Google ist leider nicht so gut, um Wortstamme herauszufinden, ne? Finde ich schade. Braucht wahrscheinlich eine kurze, längere Recherche. Volksbücher. Magdalena kennt die meisten der beliebten und verbreiteten Bücher der Zeit. Diverse Trivialitäten, Almanache, Allgemeinwissen und vulgäre Geschichten. Oder die Reformation. Magdalena hat eine breite Palette zeitgenössischer Bücher über die Reformation und Gegenreformation gelesen. Glott kommt von Zunge? Oh. Mehrzüngigkeit, ja. Gut, das macht Sinn. Ich würde Polyglott gehen. Ich würde das auch nehmen. Ich finde das am coolsten. Ich erinnere mich an... Also, ich glaube zwar nicht, dass uns die Sprachen so viel bisher gebracht haben und auch nicht hätten. Ich kam mir nur manchmal dumm vor, als ich sie nicht konnte. Aber,
Ich finde das cool. Ich finde Leute, die viele Sprachen sprechen, immer recht beeindruckend, weil eine Sprache gibt auch irgendwie ein Gefühl über Kultur mit. Volksbücher ist auch interessant. Ich glaube aber, das sparen wir uns für unseren zweiten Playthrough durch. Wir bleiben mal ein bisschen auf der Smarten. Shit, vielleicht hätte ich es doch nicht wählen sollen. Don Florisel de Niquer. Vielleicht hätte ich es doch nicht wählen sollen, oh Gott. Ah, das war italienisch. Don was? Vielleicht war es auch spanisch. Florisel, wie Blume. Eine Ritterromanze auf Kastilisch. Eine wunderschöne Sprache. Wer sagt das? Menschen aus Kastilien. Die Wörth. Stimmt, klingt ausgedacht. Oh, was ist das hier? Neues Zeichen. Lest ihr nicht alle möglichen Bücher über Bäume und Vögel und was auch immer? Ja, ne? Das tun wir. Ja, Bäume und Vögel und was auch immer. Stimmt. Menschen schreiben endlich auf, was sie in der Natur sehen, anstatt etwas zu kopieren, das sich ein Grieche vor Jahrhunderten ausgedacht hat. Nein, wie cool! Oh nein. Und Yorks Sohn heißt auch noch Apollo, ne? Auch ein römischer Gott. Griechischer Gott. Oh Gott. Und ich muss leider Sympathiepunkte hier für ihn aussprechen. Oh shit, ich glaube, Leute, es ist zu Ende, ne? Ich glaube, wir wissen schon, wen wir heiraten werden. Tja, da ist unser Herz verloren gegangen. Wie könnte man sich's anders vorstellen? Ich mir nicht. cool. Vielen Dank, lieber Macher oder Macherinnen, für das. Ja, cool. Und Leute, für die auf YouTube sind, wenn es euch gefällt, lasst ein Follow oder Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich meine, was gibt es ein geileres Ende als mit einem Frosch zu beenden? Wahrscheinlich für euch einige, aber für mich definitiv nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge.